So, dann wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Beam NG Drive. Wir sind zurück mit einem wunderbaren neuen Fahrzeug im wunderbaren Italien. Und einem Wagen, was natürlich besser hier gar nicht nach Bella Italia passen könnte, nämlich der Lamborghini Gallardo. Gut, wenn man richtig ist, ist das eigentlich in der 8. Dementsprechend so viel Italien ist da nicht runter, sondern recht viel Ingolstadt. Aber das soll uns nicht abhalten, dass dieser wunderbare Wagen, erst recht hier in dieser Felsversion, sehr, sehr sexy anregen. Natürlich einen wunderbaren 5,2 Liter V10-Motor drunter, der. Ja, in echt sehr geile Klangkulisse macht, wir natürlich jetzt hier rausholen wollen, ist es im Beam NG Drive auch so. Die Wagen gibt es in mehreren Varianten, die werden wir uns auch nach und nach alle anschauen. Wir sitzen hier gerade im LP552, was so viel heißt wie 550 PS, Heckantrieb, der Vierer wäre eben natürlich der Allradler. Der Lamborghini macht das sehr einfach verständlich, auch für kleine Kinder, dass jeder weiß, oh gut, so viel PS hat der und hat der Allrad oder Heckantrieb. Erkennt man, Gott sei Dank, direkt am Namen. Richtig geil, muss man sagen. Ich bin, kurzer Hinweis, ja, dieses Video habe ich schon mal kurz angefangen aufzunehmen. Weil meine Webcam komischerweise maximal asynchron ist. Das ist diesmal, ne, diesmal ist nicht so der Fall, wunderbar. Das ist sehr schön. Und deswegen bin ich schon den Allrader gefahren, den 564. Den werden wir uns jetzt gar nicht anschauen, weil das Ding ist ein untersteuerndes Stück Scheiße, leider Gottes. Ich weiß nicht, was der Modder mit dem angestellt, aber er ist sehr inagil. Also wenn du in Kurven reinfährst, ist der Moment, dass man überlenkt und das Ding nur noch geradeaus in den Bordschneckern reinschiebt, leider unfassbar hoch. Und ich habe gemerkt, dass der Kollege hier, unser Heckantrieb-Brudi, ein bisschen attraktiver ist zu fahren. Wir werden natürlich gleich trotzdem noch eine Allrad-Variante fahren, weil ich glaube, die anderen Varianten haben teilweise trotzdem Allrad. Werdet ihr dann sehen, was ich meine. Aber nur damit ihr schon mal wisst, letztendlich, wie gesagt, 10 PS trennen uns und wunderbare Antriebswellen an der Vorderachse, die hier nicht vorhanden sind. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, an sich ein schönes Model, kann man so viel schon mal sagen. Sieht auf jeden Fall doch recht detailmäßig gut aus. Auch der Innenraum sehr schön und gut umgesetzt. Vor allem sieht man hier wunderbar, ja, schöne, die Karte hat man. Tacho funktioniert auch wunderbar, ne, neben das bei kurz erwähnt. Auch die Ganganzeige funktioniert, dies, das ist schon sehr geil. Kurz bei dem 552 ist irgendwie die Tacho, also die, nicht die Tacho, die Gangabschaltung abgedeckt, keine Ahnung. Why the fuck auch immer. Ist im anderen komischerweise nicht so. Aber ich würde sagen, zum Start des Videos ist ein schöner Flugplatz mit dem Lamborghini eine geile, wunderbare Combination, ne, mit der wir hier mal schön durchladen können. Schön im Corsa-Modus, heißt nix da, Fahifa. Ne, das, liebe Kinder, war italienisch. So, und was wir schon mal hören, das klingt schon sehr, sehr lecker. Also der V10 hier im Gallardo. Ah, bella Italia, ah, wunderbar. Ist ja ein wunderschöner Klang. Ist ja ein wunderschöner Klang. Wir werden natürlich diesen Lamborghini jetzt auch einfach mal schöner, wunderbar. Oh, ich hab gedacht, da kommt kein Sound. Da kommt leider ein Sound. Das wird jetzt unschön. Wir werden diesen Lamborghini kurz einmal in seine Einzelteile zerlegen. Ja, das ist doch toll. Oh, meine Ölbanne ist beschädigt. Es könnte sein, dass uns ein bisschen Öl ausläuft, Leute. Vielleicht. Ist eigentlich nur die Heckpartie erkennbar. Eigentlich haben wir bis auf Heckpartie alles platt gemacht. Bis auf die Heckpartie ist einfach alles weg. Aber die. Oh, ja. Engine Oil ist critical low, aber Rückwärtsgang funktioniert noch. Und unten ist halt wirklich, also ihr seht es jetzt hier rechts neben mir, da ist wirklich alles rot. Ja, moin. So, nachdem wir den Wagen jetzt einmal gerade kurz wunderbar zerlegt haben, würde ich sagen, gehen wir natürlich mal ein bisschen cruisen im wunderbaren Italien und mal ein bisschen gucken, was der Kollege denn sonst so kann. Ich mache vielleicht doch den Sportmodus mal an. Ich glaube, für meine eigene Sicherheit und die Sicherheit der Zivilisten hier drumherum klingt das nach einem guten Plan. Weil der Corsa-Modus mir doch ein bisschen Problem. Ja, können wir uns jetzt wieder. Dankeschön. So. Ja, wie gesagt, die Allrad-Variante hat irgendwie warum auch immer so ein bisschen Untersteuerproblem. Und ist natürlich hier bei dem Kollegen jetzt ein bisschen weniger das Issue, weil der Kollege natürlich, Heckantrieb hat. Und dementsprechend natürlich grundsätzlich ein bisschen Agilität von der Hinterachse ausgeht, die ja die treibende Kraft ist. Müsste bei. Da habe ich mir gerade den Hinterreifen rausgerissen. Ja, geil. Das lief ja schon mal gut. Das müsste bei dem hier ein bisschen weniger das Problem sein. Natürlich in echt müsste der Gallardo auch in der 564-Variante recht agil sein, weil da ist ja nicht 50-50, ne? Oder vor allem nicht 80-30 oder so eine Scheiße. Also dementsprechend, ja, da vorne liegt mein Reifen. Geil. So, wir haben hier den Kreisverkehr. Und natürlich als guter Ziviler, als Zivilist hier, müssen wir natürlich mal kurz gucken, ob das hier geht. Ja, das funktioniert ja richtig geil. Ja, komm jetzt. Geht schon. Jetzt halt nicht in schön, aber der Grundgedanke zählt, es geht halbwegs. Also um einen wissenschaftlichen korrekten Antwort zu geben, es ist okay, man kann damit fahren. So, fahren wir ein bisschen in die Berge hoch. Kriegen wir einen schönen Power, schön slided, ja.
Ich wäre jeder Lamborghini-Fahrer bei jedem Tuning-Treffen. Aber kurz ein Slide raushauen. Also ganz easy, ich krieg das locker gefangen. Ich habe ja Kontrolle über mein Auto. 2 Sekunden später erst im Bordsteinkante und einen Baum mitgenommen. Geil. Gut, dann nehme ich mich jetzt ein bisschen gefasst habe und mich davon getrennt habe, Bäume mitnehmen zu wollen. Wir werden jetzt einfach mal hier entspannt rumcruisen, einfach ein bisschen gucken, was so geht. Ich finde, die Schaltvorgänge klingen halt super lecker. Und der V10 ist auch echt auf jeden Fall auf der guten Seite der BeamMG Sound. Also ist jetzt kein Auto, wo ich sagen würde, da hat aber jemand straight die Staubsauger Sound und Gran Turismo 4 und so genommen. Nee, hier hat sich, das ist schon okay, das ist schon in Ordnung. Weil die Gangvorgänge, listen and repeat. Mir hat es gerade die Aufhängung zerlegt, weil ich in die Bordsteine gefahren bin. Geil. Das Schade ist, bei so einem Frontaleinfall geht man... Frontalunfall. Heute haben wir das aber auch mit der Wortwahl. Ist beim Lamborghini jetzt halt nicht so viel zu holen, weil da ist halt nicht so viel vorne, ne? Weil wir haben ja einen wunderbaren Mittelmotor, ne? Da ist hier vorne halt einfach nur sehr viel Kofferraumplatz. Man merkt mit so einem Gallardo plötzlich, wie eng diese italienischen Straßen eigentlich sind, weil das echt ein ganz schön breites Mistvieh ist, ey. Ich kann hier kaum überholen und wenn mir jemand entgegenkommt, wird es auch immer schon so einem kleinen Hindernisparcours. So, oh, nehme ich den Bordstein mit oder fahre ich im Frontal rein? Welche Wahl treffe ich heute? Das ist so ein bisschen ungeil. Wir fahren mal weiter hoch, das geht schon so. Ein kleiner Gasstoß, ein bisschen kleiner Drift muss ja auch mal sein hier, komm. Kleiner Drift, komm. Ja, komm. Und das geht geradeaus, geil. Wir haben jetzt schon die Aufhängung wieder gebumst und die Hinterachse auch, ja geil. Und wieder in den Van rein, ja moin, läuft. Ich wäre perfekt für jedes YouTube-Video. Wenn irgendwer wieder hier, ja, ich habe ja ganz schön, weil viele Reiche haben, glaube ich, irgendwie das Gefühl, man kann Fahrskill auch mit Geld kaufen. Gewissermaßen schon, wenn man davon Fahrtrainingsübungen macht, aber normalerweise kauft man die halt nicht beim Lamborghini einfach mit dem Auto dazu. Da muss ich die meisten da enttäuschen, das ist nicht im Paket enthalten. Es würde vielen Autos und Gott sei Dank und einigen Stückzahlen dieser Fahrzeuge natürlich gut tun, wenn das so wäre, weil dann nicht einige limitierte Fahrzeuge unterleiden müssen, dass ihre Besitzer Vollidioten sind. Aber naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? So. So lange können wir ja virtuell einer von... Okay, wir waren einer von denen. Ich wollte gerade sagen, wir können einer von denen sein, aber wir haben uns gerade eiskalt umgebracht. Ja, das ist jetzt... Ne, also... Ja, wir halten aber freundlicherweise an. Das war auch... Ja, doch. Jetzt in der Farbe so eine richtig schöne Banane. Richtig schöne Chiquita. Habe ja gesagt, wir werden natürlich nicht um Automatik, um Allrad herumkommen. Ja, heute habe ich es aber mit der Wortwahl. Ja, heute werden einfach alle Worte, die straight durcheinander werfen... Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Ja, kommt nicht um Allrad herum, weil wir haben hier den wunderbaren Superleggera oder hier, hier steht sogar Superleggera auf. Super Beam heißt er nämlich im Mod-Menü. Aber der Superleggera ist halt die Leichtbau-Variante mit geil viel Aerodynamik, brutale Optik. Der Gallardo Superleggera, liebe Leute, für Leute, die richtig Deutsch und Italienisch sprechen können, hilfreiche Wortwahl. Ist ein optisch ein sehr attraktives Fahrzeug. Also ich glaube, mit meinem Lieblings-Gallardo, muss ich sagen, das Ding ist einfach richtig, also ist wirklich ultra geil. Das Ding ist einfach eine hübsche, ne? Ist einfach sehr schön. Jetzt werden wir gleich mal sehen, ich lenke hier voll ein und wir fahren ein bisschen sehr viel geradeaus dafür, dass wir einen sehr aktiven Allrad haben sollten, den ein Lamborghini Gallardo natürlich mit sich bringt. Leider fällt sich das so ein bisschen meh. Also, ich kann jetzt mal hier reingehen in die Kurve. Ja, seht ihr, ab welchem Moment wir die Karre erstmal wieder eingeengt bekommen, das ist nicht so geil. An sich haben wir hier mehr Leistung, wir haben ein bisschen weniger Gewicht, das ist an sich echt geil. Aber wir haben halt leider nur das steuernde Scheißteil, was echt kacke ist, schade ist. Weil an sich ist dieses Fahrzeugmodell und der Wagen geil. Würde er halt nicht untersteuern wie die Hölle persönlich. Nice. Das hat die Aufhänger gar nicht so sehr getroffen, wie ich gedacht habe. Gut, dann können wir weiterfahren. Das war nur sehr viel Bodykit. Das ist das Günstige, Gott sei Dank, in so einem Lamborghini. Also mal kurz ein bisschen ein paar Stoßstangen kaufen. Ich meine, also Leute, das muss... Ja, aber schöne Aussicht hier. Schade, aber... Ey, das ist aber jetzt echt scheiße, dass man hier nicht den Wagen runterstürzen kann, ne? Das ist ja so eine prädestinierte Stelle. Hätte man hier einfach so eine kleine Lücke in der Mauer lassen können. Einfach mal dem Spieler sagen können, wenn du nicht verbremst, dann geht's halt ein bisschen runter. Aber so war leider nicht schade. Der Heck ist doch ein bisschen fester, als ich gedacht habe. Ja, ich wollte mal ein bisschen Heck-Damage kriegen, weil wir schlagen nur immer frontalen Leute ein und die geilen Schadenssachen gibt es ja hinten beim Lamborghini, weil, naja, der Mittelmotor. Ist aber eine ganz schön
Ganz schön biegsame, weiche Heckschussstange, die wir hier haben, Junge. Das ist aber richtig schön hier einmal mit Haribo in Kooperation entstanden. Die macht aber richtig wiggle wiggle. Na gut, machen wir weiter. Auf jeden Fall, er kommt mit dem Arsch auch mit Hecker, mit Allrad. Mein Gott, mit Allrad. Aber er braucht halt ein bisschen. Das ist halt nicht so. Also er ist nicht so sportlich zu fahren. Der Allrad, der Heckantrieb, na mein Gott, ich werfe heute auch einfach alles durcheinander. Wie viele Wörter wollen wir einfach nicht mehr miteinander kooperieren lassen hier? Auf jeden Fall fährt sich der Heckantrieb deutlich sportlicher bei dem Mod hier, weil ihr seht es ja hier. Also, ich bin ja nicht wirklich schnell für einen Lamborghini. Ein Lamborghini sollte den Speed durch die Kurve kriegen können, aber das kann der Gallardo nicht. Also, das kann er halt nur, wenn der Hecker hat, weil dann lenkt er halt schön ein. Wir können jetzt mal versuchen, den Wagen hier mal die Klippe runterzuschmeißen. Das hat mal überhaupt nicht funktioniert. Geil. Ah, wir haben die Heckschussstange aber weggeworfen. Oh Gott. Ey, wir haben aber auch gerade... Okay, das mit Klippe runterschmeißen funktioniert doch ganz gut. Ich habe extrem wenig getroffen. Meine Ölwanne ist wieder getroffen. Oh, jetzt wird's ungeil. Ei. Oh ja, jetzt gibt's hier mal ein bisschen hier, ne? Ein bisschen Glücksspiel. Oh, ja, okay. Ja, okay, weiter geht's. War noch nicht fertig. Nein, ja, jetzt. Ja, ne, geht noch weiter. Ja, noch ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Ping-Pong hier, Alter. Bonk, donk. Ja, wunderschön. Geht noch weiter runter. Ja, klar, alles gut. Ja, da geht's auch nochmal gegen. Schön. Andere Seite auch nochmal. Ja, wunderbar. Gleich haben wir's. Mhm, gut, danke. Ich versuche mal kurz, dass wir vielleicht den Wagen noch ganz runter bekommen. Wartet mal ganz kurz hier fürs Feeling. Ja. Mal gucken, dass wir ihn. Oh, nee, das macht er schon alleine. Wunderbar. Dankeschön. Schön. Jetzt hat er erst den Auspuff beschädigt. Fahren würde er rein theoretisch noch. Es hat nicht mehr so viel davon übrig, wenn man ehrlich ist. Aber es hat funktioniert mit Klippe runterfallen. Wenn der Wagen schon nicht so gut kurven kann, werden wir das zumindest ein bisschen anders probieren. Und nein, ich fahre jetzt nicht gerade durch die City extra deswegen. So, kann keine Kurven fahren, erstmal 90 Grad Kurven. Haha. nein, wir werden nämlich jetzt, mal gucken, welche Richtung, ich muss, andere Richtung, auf die Autobahn fahren. Weil die gibt es ja hier wunderbar auf der Italienkarte. Und da wollen wir doch mal gucken, was der kleine Gallardo so kann, ne? Was da so Topspeed-mäßig geht. Vor allem hier, der Super Leggera hat ja eben den Gewichtsvorteil. Ja, cool, danke. Egal, fährt noch. Nehmen wir hin, alles gut. Und dann können wir... Und wir haben schon wieder die Ölwanne beschädigt. Meine Fresse, wie tief hängt denn die bei der Bude? Jetzt will ich gerade mal gucken, wo hast du denn die Ölwanne platziert? Gut, das Motormodell ist auch gar nicht so tiefgreifend, ne? Wenn man ja, doch, da ist es. Ich hab keine Ahnung, wie wir uns da die Ölwanne bumsen, bin ich ehrlich. Naja, gut, machen wir weiter. Einmal durchladen, bitte. Einmal alles aus, dankeschön. So, jetzt geht's. Und laden wir mal durch und gucken mal, was unser kleiner Gallardo hier so kann. Also, bei 220 mit dem Lamborghini auf der Autobahn sollte der nicht die Kurvenfahrt haben. Ey, dann kannst du deutsche Autobahn gleich komplett vergessen. Warum ist der denn so derbe untersteuernd? Das ist ja lächerlich. Gut, ich gebe dem Superleggera jetzt nochmal eine letzte Chance. Sonst wechseln wir auf ein anderes Modell. Oder ich reiße mir einfach die vorderen Antriebswellen oder die Kardanwelle einfach raus. Ich überlege es mir noch. Die Version gäbe es ja auch noch. Einfach die Kardanwelle nach vorne einmal kappen. Egal, es ist halt nicht okay. Impact Detect, Stopping Car, nicht Stopping Car. Hör auf, mir die Bremsen. Die scheiß Fahrhilfen von heutzutage, Alter. Der hat einfach die Karre gebremst. Ich war das nicht mal. Fährt doch noch bestens. Ist alles krumm und schepp, aber ist doch toll. Da fährt er wirklich noch. Ja, ein bisschen Slalom-mäßig, aber geht noch. Oh Gott, 220 gehen noch. Oh. Ui, 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 ui. Ich möchte Ihnen mal ganz kurz was präsentieren, liebe Leute. Ich gehe jetzt mal kurz aufs Gas bei unserem Superleggera. Ich habe da mal ganz kurz wunderbar mal kurz ein bisschen auf Eckantrieb umgebaut, weil damit holen wir ein bisschen Agilität in diesen Kollegen, weil ich mag den Superleggera. Wie gesagt, ist so... Ist so ein bisschen mein Lieblings-Lamborghini Gallardo. Man könnte es kaum meinen, nachdem ich ihn jetzt gerade in ein paar Sekunden zerlegt habe. Aber ist so ein bisschen mein Lieblings-Lamborghini Gallardo. Und es tut mir weh, wenn ich den nicht vernünftig fahren kann. So, deswegen muss man natürlich ja selber Hand anlegen und sagen, okay, ich gehe in den Sportmodus, weil sich das ohne auf Corso einfach nicht mehr fahren lässt. What the fuck, Alter. Wow, Automatic, mir auch egal. Auf jeden Fall
ne, der muss ja ein bisschen Hand anlegen, damit er sich halt gut fahren. Wenn das Spiel sagt, nee, ist nicht, dann sage ich trotzdem, ja, ist doch. Ne? Argumentation lasse ich mir hier nicht. Ich verliere doch nicht einfach eine Argumentation. Ich glaube, es ist lächerlich. Das ist ja lächerlich. Jetzt dürfte er nämlich auch ums Eck gehen. Guck mal hier, bei 200. Er ist lenkbar. Man kann ihn lenken bei 200. Wilde Sachen gibt es, Leute. Die gibt es gar nicht. Ein Lamborghini, den man lenken kann bei 200 Sachen. Wild. Okay, bei 230 nehme ich es dann nicht mehr übel. Ja, den haben wir gar nicht getroffen. Hat aber sehr viel Glück gehabt. Den hätten wir mit 42 Sachen mal schön nach Italien in die Pastafabrik geschoben. Oh Gott. Jetzt geht's. Oh ja, schön wieder ins Waldgebiet. Geil. Wieder ein paar Bäume küssen. Also, erster Eindruck, ich sage mal so, Schadensbinde ist halt so okay, würde ich sagen. Schadensbinde ist halt so in Ordnung. Es verformt sich teilweise schon ein bisschen sehr weird, muss man sagen. Also vor allem die Dachlinie cruncht teilweise schon bei Unfällen ein, wo ich mir in echt sage, wenn das passieren würde, wäre die Straßenzulassung extrem schwierig geworden, weil wenn ich eine leichte Bordsteinkante mitnehmen sollte, sich nicht das Dach schon verformt. Der verformt sich hier ein bisschen zu viel. Auch die Rückleuchte und sowas verformt sich ja mit, ist halt nicht ganz so richtig. Aber er läuft verdammt lange richtig. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Drei schöne Varianten habe ich euch noch zu bieten, also die man so anschauen will. Nämlich einmal hier den Kollegen noch, den Gallardo im wunderbaren Liberty Walkstyle. Hier schön angenähte Breitbau-Kotflügel dran. Das ist doch richtig geil. Fetten Diffusor, eine gesunde Tiefe, wo man bei jeder Bodenwelle sich alles wegreißt. Ja, da muss man sagen, da geht mir einer. Das ist natürlich dann kombinationstechnisch nochmal on top zu dem Ganzen, was wir gerade gesehen haben. Da kann man ja gar nicht meckern. Deswegen würde ich sagen, lassen wir mal durch. Ich weiß gar nicht, ob wir ja die Allrad-Variante hier haben oder die Heckantrieb-Variante. Das können wir ja gerade mal ganz schnell testen, indem wir einfach mal ganz kurz unseren wunderbaren Freund die Traktionskontrolle ausmachen. Okay, wir haben die Allrad-Variante. Gut, das hat sich relativ schnell geklärt. Danke für nix. Das war super. Mir fällt auch gerade auf, dass das Fitment hinten gar nicht mal so lecker ist. Ne? Da könnte halt, ich sag mal so, die Kante von dem Bodykit geht da recht weit rein. Aber da wäre Fitment-technisch noch ein bisschen Spielraum. Da ist noch ein bisschen was möglich, aber an sich so breitendeckisch sieht er gut aus. Federt ganz schön weit ein, bin ich ehrlich. Junge, Junge. Schön hier, ne? Breit gebaut, aber dann ein Fahrwerk aus Butter einfach mal reingepackt. Und Butter bei 30 Grad Italien wird verdammt weich. Junge, der marschiert aber. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. What? Okay, wir haben eine Allrad-Variante, die sich gut fahren lässt. Ich nehme alles zurück. Es muss nur ein Liberty Walk sein, damit er gut ums Eck geht. Man nehme einen Liberty Walk, schon ist das Ding gut fahrbar. What the fuck geht denn ab? Wie gut der hier ums Eck? Okay, jetzt bei 280 nehme ich ihn, dass ich mir übel ab. Nicht rüber in die Bäume. Nee, bleib auf der Straße. Aber wir wollen nicht. Okay, jetzt hängen wir mittlerweile in der Leitplanke, aber. Ja, wir brauchen nur einen Liberty Walk und schon geht das Ganze wunderbar, dass man auch Kurven kriegen kann mit Allrad. Was auch immer jetzt gerade hier passiert, irgendwie haben wir ganz wilde Kombination mit der Leitplanke. Na, mein Freund, die Leitplanke. Ich weiß nicht, was das Spiel gerade dazu geritten hat, so zu glitschen, dass die komplette Leitplanke wie so ein Messer durch die Karre geschnitten hat, aber ja. Deswegen hat sich auch unsere Motorhaube ein bisschen verabschiedet, weil die von der Leitplanke hochgedrückt worden ist. Aber ich bin erstaunlicherweise echt begeistert, wie gut der ums Eck geht. Also der geht besser als die anderen Varianten bisher um die Kurve. Ich weiß nicht warum, aber die breitere Spuren, das Breitbau-Kit können, glaube ich, so eine kleine Wunderwirkung auf den Gallardo-Mod hier haben. Okay, es gibt manche Kurven, wo der Wagen einfach konsequent trotzdem weiter keinen Bock hat. Vergessen wir das. Egal, das geht schon. Das ist schön, wenn man den hinten reinfährt. Es liegt einfach nicht viel ab. Uiuiui. Den habe ich aber auch die Karre zusammen. Junge. Ganz kurz mal gucken gehen. Bisschen zusammengestaucht, den Kollegen. So, ich will jetzt mal in die City fahren, weil. Ich habe es mir nämlich genau gedacht, weil ich will gerade mal gucken, wie das mit dem Bodykit in der Tiefe so ist, weil man muss sagen, ja, unser Liberty Walk ist hier schon einer der tieferen Bodykits und das ist jetzt hier nicht unbedingt für Italien so, oh, das geht sogar, oh, wenn man langsam genug fährt, oh, geht es, wunderschön, muss halt nur vorsichtig genug fahren, dann setzt man nur manchmal auf und nicht die ganze Zeit. Ich möchte hier gerade mal ein bisschen rumfahren, um mal ein bisschen zu den Tiefentest zu machen. Ist ein Liberty Walk Kit einer Lamborghini Gallardo in Italien denn alltagstauglich, fragt man sich. Und der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal, wenn die Geschwindigkeit zugekommen. Oh, da haben uns gerade die ganzen Stoßstangen zusammengestaucht. Berg runter, hoppla. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal. Nein, weil. Wartet mal.
Ja, selbst wenn ich Senkungen hier machen, hier schon leichte Probleme dem Gallardo. Da wird schon mal ein bisschen die Stoßstange aus ihren Ankern gerissen. Das kann man jetzt praktisch finden, wie man will. Ob man da von aktiver Aerodynamik spricht oder nicht, ich weiß es halt nicht. Die Sache ist halt, man kann auch einfach nicht rückwärts auf Bordsteinkanten hochfahren. Ne? Selbst rückwärts geht's nicht, weil der scheiß Diffuser so kackentief sitzt. Wenn ich jetzt hier einfach rückwärts fahre, ist das halt nicht gut für die Karre. Kann man mal kurz zeigen hier. Da müssen wir schon mehr Schwung sogar aufbauen, damit wir den Diffuser da wirklich hochgedrückt kriegen. Alter, wie viel Schwung brauche ich denn bitte, um die Karre hier rückwärts auf den Bordstein zu kriegen? Okay, ein bisschen mehr Schwung noch. Okay, kein Thema. Da kannst du haben, wenn du willst, kriegst du. Okay, hallo? Können wir jetzt mal da hochkommen? Okay. Alter, das kann ja nicht sein. Ich habe die ganze Heckpartie gerade drin, mal ein bisschen. Okay. Okay, jetzt blockiert hinten alles. Scheiße. Also, fassen wir zusammen, rückwärts geht's auf keinen Fall. Man bombt sich nur alles kaputt. Warte mal, ein bisschen mehr Schwung. Also, bevor ich rückwärts auf die Bordsteinkante komme, habe ich mir den kompletten Diffusor und das Auto gekloppt. Aber wirklich maximal. Boah, dann müssen wir mal ganz kurz noch über den Geschwindigkeitshügel bei Stadt Einfahrt nochmal Vollgas drüber hämmern. Das dürfte ja auch ein entspanntes Schadensbild geben. Warte mal, wo ist er denn? Ja, Speedbump, bla bla bla. Warum habe ich jetzt schon wieder die Aufhängung kaputt? Warum fährt die Karre jetzt schon wieder schepp? Ich habe nicht mehr was gemacht. Hoppla, hoppla. Oh ja, ja, ja. Okay, wunderbar. Damit habe ich die Stoßstange komplett in die Karre. Den habe ich nicht kommen sehen. Ihr fragt mich natürlich, wie kann ich am Highway noch schneller werden mit meinem Lamborghini Gallardo? Twin Turbos Bully Boys, it's ist die Antwort, Leute. Hier sitzt ein wunderbares Twin Turbo Setup in diesem wunderbaren Heck dieses wunderbaren Gallardos. Das ist doch schon mal sehr lecker, ne? Da kannst du auch nicht sagen, das sieht nicht geil aus. Das sieht schon sehr geil aus mit den zwei fetten Turbo Ladarinos mit ihren schönen Luftpilzen. Ich bin gespannt. Wir fangen jetzt mal sanft an. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine schöne Ladedruckanzeige. Die hatten wir vorher nicht, weil vorher war ja schön V10 Sauger. Und jetzt haben wir V10 mit zwei wunderbaren, unterstützenden Freunden, die immer einen zu Rat und Tat zur Seite stehen. Wir fangen jetzt erstmal sanft an. Wenn wir gleich das gerade Stück haben, dann wird hier mal durchgeladen. Da müssen wir gerade ganz kurz, das Geplöppe müssen wir eigentlich im Tunnel hinkriegen. Oh! Oh, wir haben schönes Pfeifen. Okay, ich würde mal sagen. Jo, wenn wir in den Ladedruck gehen, ist aber richtig Kasala angesagt. Junge, Junge, Junge. Vor allem, wie der sich reinstempelt nach hinten. Der Lamborghini geht ja so in die Knie gerade. Holy shit. Ui. Wir müssen mal kurz aus dem Stand gucken, was da so geht. Warte mal. Da ist schon ein bisschen Ladedruck anliegend. Der V10 würde ein bisschen unterstützen. Er kriegt ein bisschen helfende Hände hier auf jeden Fall. Holy shit. Oh Gott. Ja, den Van haben wir komplett untergraben. Wunderbar. Den haben wir uns komplett in den Innenraum gedrückt. Geil. Wir müssen mal kurz einen Abstecher machen. Wir fahren mal kurz rüber zu unseren Freunden vom Flughafenterminal, weil da müssen wir mal ganz kurz gucken, was da geht, weil ich glaube, wir können da richtig Schmackes drauf kriegen. Ich finde halt sehr geil, so ganz leichtes Pfeifen von den Turbo-Ladarinos hörst, wie so eine schön ausatmen, finde ich gut. Alter, wie der hinten reindrückt, Junge, der drückt sich so hinten ins Fahrwerk rein, Junge, Junge. Okay, da geht ein bisschen mehr als beim Seriending, doch ist es schon ein Leistungsunterschied da. Und bei 330 rennen wir leider in den Begrenzern, das wird nichts mehr, aber... Okay, so schnell konnte ich gar nicht mal ins Slow-Mo gehen, wie das hier gerade passiert ist. Was zum Fick ist das schnell passiert? Oh, guck, da ist der Motorblock nebenbei. Der Motorblock sieht einfach plan an der Wand, ey. Der ist einfach gerade durchgeschleppt. Guck es an. Der Motor ist einfach komplett da geblieben, wo er ist. Horizontal.
Der ist halt einfach nur durchs Auto durchgewandert. Ich meine, hier das Lenkrad, aber der Motorblock ist mittlerweile... Alter. Das war heavy. Holy shit. Kommen wir zum letzten Kandidaten, nämlich der Altrace Sequential Version. Es gibt noch eine andere Race Version, aber wir haben jetzt die mal genommen. Ne? Natürlich basierend so ein bisschen auf dem Rennfahrzeug des Ganzen hier. Soll sehr gut anscheinend ums Eck gehen. Wir haben keine Fahrhilfen whatsoever. Und natürlich wieder unsere beiden Spoolie Boys im Eck, wie sich das gehört. Und ja, bin sehr gespannt. Käfig haben wir drin. Schalensitze auch am Start. Holy shit, okay, der beschleunigt auch ganz schön fies durch. Oh ja, ich glaube, hier haben wir noch mehr Spaß. Ich glaube, der Kollege hat noch ein bisschen mehr Kassel als unser Twin-Turbo-Freund gerade. Oh ja. Was haben wir denn, Heck oder Allrad? Oh, Allrad. Ne, wir haben sogar Allrad, aber das war trotzdem gerade sehr hecklastig. Junge. Der pfeift die ganze Zeit mit, ab, mit aus, knallt wie bescheuert. Bin ehrlich, was kann man daran nicht mögen? Das ist schon eine sehr geile Traumkombination. Meine Jungs. Und komplett in Schwarz ist ja gerade auch einfach richtig böse. Hoppla. Wurden wir da mal ein bisschen höher wieder als... Ja, konzentriert euch, liebe Leute, und guckt nach vorne. Uns ist gerade die Tür abgefallen. Also... Ja, das war das größte Problem gerade an dem Unfall, Lukas. Natürlich, die Tür ist abgefallen. Ja, gut, dass du erwähnt hast. Alter, was ist denn mit dem Lada los? Das hat er bei dem Twin-Turbo-Kollegen aber nicht so krass gemacht, Junge. Aber ist auch geil mit der Stoßstange hinten dran, finde ich es halt nochmal fetter, weil das sieht durch die Gitter halt einfach so fies aus mit diesen riesen Luftverrohrungen. Bin ich mal gespannt. Komm, einmal loslegen, Kollege. Alter! Okay, der rennt aber bei 3.7 schon in den Topspeed. Man merkt, dass es eine Rennversion sein soll und dementsprechend ist das Ding eher auf Beschleunigung getrimmt statt auf Topspeed. Macht ja Sinn, wenn man damit auf die Rennstrecke will. Aber der zieht ja plötzlich auf 2.50, kriegt hier nochmal so einen Druck rein. Das ist ja Wahnsinn, was da nochmal an Leistung abgerufen wird von den Turboladern. Jo, moin, danke. Ja, super. Der Anlasser klang aber gerade sehr anregend. Boah, man muss halt sagen, dadurch, dass er weniger Topspeed hat als die Twin-Turbo-Variante, ist er halt noch ekliger, weil er halt einfach so die Leistung untenrum schon durch die, in der Beschleunigung durchprügelt und das überhaupt nicht für den Topspeed nutzt, sondern einfach nur für die wahre, reine Beschleunigung. Junge... Vor allem wird der ab 230, ab 300 sehr instabil, weil keine Fahrhilfen da sind und dementsprechend die Hinterachse ein bisschen locker ist. Oh, aber er liegt nicht verkehrt, er liegt gut. Oh ja, da ist endlich mal ein bisschen Kurvenlage am Start. Was merken wir daran? Ladedruck verbessert. Oh, Alter. Oh, schöner Fahrersitz hierbei. Ladedruck verbessert die Fahreigenschaften eines Fahrzeugs. Es kann so einfach sein. Wissenschaft ist so einfach manchmal, wenn man drüber nachdenkt. Ja, da. Käfig schön da geblieben, wo er sein soll. Obwohl, ne, vergesse es, die eine Strebe ist mir ins Bein gewandert. Naja, was soll man machen? Aber dieser Motor, ey, man muss halt auch positiv erwähnen, diesen Motor kriegst du auch einfach nicht platt, ne? Ey, wir hatten jetzt so viele Unfälle mit der Karre und dadurch, dass du da hinten in der Mitte sitzt, ist dieser Motor einfach nicht zerstörbar. Es ist Wahnsinn. Aber das sind auch solche Tuning-Umbauten, die ich von Lamborghini und Audi A8 so brutal geil finde, in Amerika vor allem. Diese total gestörten Twin-Turbo-Setups, die fahren, die halt einfach dann so offensichtbar im Heck dahinter den Gittern hängen. Alter, ultra geil. Ultra, ultra geil. So, wir sagen zum Abschluss, machen wir nochmal einen schönen... Autobahn 1 in die verkehrte Richtung, wie es das gehört. Ich mal ganz kurz hier ein bisschen auf ein gerades Stück kommen, dass wir vielleicht mal ein bisschen Beschleunigung erstmal aufbauen können. Oder auch nicht, weil ich die Karre einfach wegschmeiße. Nice. Junge, dieses Schnattern von dem Turbolader, das ist ja nicht mehr anders. Das ist ja nicht total anders wild, ey. Boah. Ist es gut. Boah, komm, Rinder. Oi, 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 oi.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Okay, er hat Glück gehabt. Er hat sehr viel Glück gehabt. Er auch. Ihr habt alle sehr viel Glück gehabt. Ihr habt es geschafft, dass ich komplett Slalom um sie rumgeflogen bin. Ich, dieser Anlasser. Ey, Junge, ist es geil umgesetzt. Also klangtechnisch. Es ist jetzt nicht ein, sagen wir mal, 10 of 10 Mod, muss ich sagen. Der hat so ein paar. Ja, ich schaue es mir, ist gut, aber nicht perfekt. Würde ich einfach so sagen. Und Fahrverhalten, vor allem die Allrad-Varianten, würde ich jetzt persönlich als untersteuernd sehen. Kann natürlich auch sein, dass ich ein komplett falsches Geschwindigkeitsgefühl habe und die eigentlich bei dem Tempo genauso fahren sollten. Aber sie kommen mir jetzt ein bisschen zu untersteuern entgegen. Aber die Varianten mit dem Turboladern holen es halt für mich wieder raus, weil sie schön schnattern und zwitschern. Es ist die reinste Wonne. Aber ja, Link könnt ihr auf dem Video schreiben und auschecken, dann könnt ihr euch das ganze Fahrzeug natürlich selber mal anschauen. Wenn ihr sagt, oh, mal hier, auf Lukas Worte gebe ich nicht mehr viel. Keine Ahnung warum, es kann ja sein. Vielleicht habe ich irgendwas in der Vergangenheit euch getan, womit ihr was zu arbeiten habt, ich weiß es nicht. Aber dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Schön Unfall haben wir nochmal zum Ende. Geil. Wunderbar. Ja, wo scheint es mal, ist jetzt schon nicht schlecht. Es ist schon nicht schlecht. Es ist schon auf jeden Fall auf der besseren Seite. Wir hatten schon schlimmere Sachen, würde ich sagen. Aber ja, Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir jetzt gerne einen Daumen rum da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sind dann nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my